Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum ersten Sammelsurium wieder nach der Sommerpause. Drei Themen haben wir für Sie. Zunächst einige Stichworte. Kunst im Quadrat, die grafische Gestaltung der Schallplattenhüllen, Werkstätten der Zukunft, alternativ Leben und Arbeiten, Beispiel die Arbeiterselbsthilfe Krebsmühle bei Frankfurt. Und schließlich, ich werde auf eure Gräber spucken, über den Dichter und Musiker Boris Vian. Zum ersten Beitrag. Wenn man die Zeichen der Funkausstellung, die im Augenblick in Berlin stattfindet, richtig deutet, so hat die schwarze, gepresste Schallplatte wohl bald ausgespielt. Die Digitaltechnik ist nämlich auf dem Vormarsch und das bedeutet, die Platte der Zukunft ist nur noch wenige Zentimeter im Durchmesser groß. Weil sie auch verschleißfrei funktioniert, insbesondere bei der Laserabtastung, braucht sie auch keine besondere Schutzhülle mehr. Die HiFi-Scheiben von heute werden also bald so veraltet sein, wie Opas zerbrechliche Schellackplatten es heute schon sind. Wer sich nicht nur am Klang der heutigen Platten, sondern auch an den fantasievoll gestalteten Hüllen erfreut, der wird dann vielleicht enttäuscht sein. Oder er kann sich wiederum freuen, wenn seine Sammlung einen Nostalgie-Mehrwert erhält. Noch aber, vielleicht für 3, 4 Jahre, gibt es die quadratischen Hüllen und die Platten in ihnen. Die Hüllen, deren optischer Reiz dem akustischen vorangeht. Ob bloßes Gebrauchsdesign oder schon Kunst, das ist manchmal die Frage. Die Diskussion um eine Ästhetik der Schallplattenhülle, des Covers, ist kaum 20 Jahre alt. Begonnen hat sie in den 60er Jahren. Seit 1910 in Gebrauch wurde die Plattenhülle vorher selten bewusst gestaltet und auch selten als eigenständiges Kunstwerk gewürdigt. Sie war ein notwendiger Schutz der wertvollen Platte, eine Art Einkaufstüte der konservierten Musik. Über eine künstlerische Gestaltung machte sich kaum jemand Gedanken. Doch die Rock-, Pop- und Beat-Szene änderte das alles. Die zuvor langweiligen Hüllen wurden zur künstlerischen Spielwiese. Und auch Galerien und Kunstvereine begannen sich für das 31 x 31 cm große Quadrat zu interessieren. Der Plattenladen, Härtetest für die Plattenhülle. Hier soll das Cover als Blickfang dienen, als Stopper beim Durchblättern von Titeln, Gruppen und Interpreten. Pop-Art, Comic, Schockmontagen oder zynische Collagen. Nüchternes, neue Sachlichkeit oder Impressionismus, alles ist recht, alles dient demselben Zweck, auffallen um jeden Preis. Der Grafiker, Fotograf oder Monteur, der die Signale und Chiffren setzt, schweißt Material aus gegensätzlichen Medien zusammen. Ergebnis? Heute übertrifft der optisch attraktive Bruder häufig die tönende, harmlose Schwester. Wegbereiter dieser Entwicklung waren die Beatles, die in den 60er Jahren zur musikalischen Avantgarde gehörten. Sie waren es auch, die den Einbruch der grafischen Gestaltung in die Plattenproduktion verursachten. Und das war die alles in Bewegung bringende Plattenhülle. Heute gehört das Cover zur Beatle-Platte Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band zu den Klassikern. Wer sie besitzt, kann sie getrost als Aktie bezeichnen. In Sammlerkreisen wird sie hoch gehandelt. Und nicht nur sie. Plattencover werden gesammelt wie Bilder, Antiquitäten oder Briefmarken. Spezialisiert oder breit gefächert. Da hat man einen Original Roger Dean oder einen echten Andy Warhol. Andy Warhol, der hat so dieses Rolling Stones Cover. Dieses Rolling Stones Cover mit dem Reißverschluss gemacht hat. Und das Erstaunliche bei dieser Platte ist, dass normal, wenn eine LP erscheint mit so einem ausgefallenen Cover, nur in geringer Stückzahl, also in der Erstauflage, passiert sowas. Und dann werden die ersten 10.000 verkauft und dann kommt das Cover meistens normal als Druck wieder raus. Aber bei dieser Platte gibt es einen speziellen Vertrag, die, obwohl die Rolling Stones inzwischen die Schallplattenfirma gewechselt haben, auch die neue Firma ist verpflichtet, diese Platte mit diesem Reißverschluss beizubehalten, also so herauszubringen. Das erste Cover von Andy Warhol ist das berühmte Bananencover der Gruppe Velvet Underground. Und am Original konnte man hier die Banane abziehen. Oh, und da sah man dann unten drunter eine nackte Banane sozusagen. Dieses Cover gibt es nur noch in Japan mit der originalen abziehbaren Banane. In Deutschland ist es nur noch ein ganz normales Cover. Das ist also Andy Warhol, der zweite bekannte Künstler, der aber eigentlich nur in Freundeskreisen bekannt ist Roger Dean. Roger Dean hat sich durch die Covergestaltung einen Namen gemacht. Natürlich brauchte er Gruppen, die bekannt waren, um seine Cover erstmal an den Mann zu bringen.
Er hat also früher schon Anfang der 70er jede Menge Cover gemacht, aber keine der Gruppen hat einen Hit, also war sein Name weniger bekannt. Erst als die Gruppe Yes mit Fragile ihren Hit landeten, wurde dann Roger Dean bekannt. Und inzwischen sind natürlich auch die alten Cover, wie zum Beispiel hier, das ist eine dänische Jazz-Rock-Band, Midnight Sun, sehr, sehr gesucht. Oder diese Nitro Function, ein ehemaliger Junge, der mit dem Hendrix zusammengespielt hat. Oder McKendree Spring, das sind Platten, die man also sehr, sehr selten inzwischen sieht. Und es gibt also tatsächlich Leute, die Roger Dean-Fans sind und die diese Platten sammeln aufgrund ihrer Hülle, ohne sich um die Musik zu kümmern. Cover von Roger Dean, er gilt als der Größte. Seine Träume, Illusionen, Trips und Märchen im Quadrat gelten als Coverkunst in Vollendung. Stilistisch verwandt mit diesem Zeichenstiftphantasten, wie ihn ein New Yorker Kritiker nannte, ist das Designer-Dreigestirn Hypnosis aus London. Sie sind auch die Herausgeber des ersten Cover-Albums, das seit kurzem auch auf Deutsch erschienen ist. Das Buch im Quadratformat über diese neue Kunstrichtung, vor Jahresfrist in den USA erschienen, wird vom Olms Verlag Zürich herausgebracht. Ja, die Kunstrichtung besteht ja schon lange. Nur die Aufmerksamkeit der einschlägigen oder etablierten Kunstkreise, Galerien, wie auch immer, die haben das noch nicht so ganz entdeckt gehabt, was sich da alles tut. Und ich glaube, dass das jetzt der Zeitpunkt ist. Das zeigt auch, dass zum Beispiel im Kunsthaus in Zürich eine größere Ausstellung, die sich speziell mit Coverkunst beschäftigt, gelaufen ist. Und in England und USA ist es ähnlich. Ich habe dann festgestellt, dass in England bereits ein Titel erschienen war. Das ist das Coveralbum, das mittlerweile, glaube ich, in England und USA allein eine Auflage von 400.000 Stück erreicht hat. Das zeigt also wirklich, dass da doch ein enormes Interesse besteht. Neu auf dem Markt, The Gimmicks Book of Records, Album der sensationellsten Schallplatten, Hüllen und Picture Discs, nennen die Autoren Klaus Hiltscher und Frank Goldmann ihre Zusammenstellung. Wobei sie unter Gimmicks, das Wort bedeutet so viel wie Dreh, Trick, Zauberapparat, all das verstehen, was von der normalen Schallplatte und ihrer Hülle abweiche. Tricks, Gags, Zauber, bewirken sie etwas? Ich lege sehr viel Wert darauf, dass zum Beispiel auch das Plattencover okay ist, nicht eingerissen und so weiter, gell? Weil irgendwie, zum Beispiel wie hier, sind schon schöne Bilder fast schon dabei, gell? Ne? Also ich lasse mich schon beeinflussen vom Plattencover. Ne? Ich habe gewisse Richtungen, ne? Und das Cover ist eigentlich nur eine ewige Sache irgendwie. Ich meine, natürlich erfreue ich mich, wenn das Cover irgendwie gut ist. Ne? Also das Plattencover spielt für mich keine Rolle. Ne? Wenn ich eine Platte kaufe und es hat ein gutes Cover, dann passiert es also auch, dass ich sie mir hinstelle, aber wegen Cover habe ich mir erst einmal eine Platte gekauft. Also für mich spielt das Plattencover also gar keine Rolle. Ich habe meinen festgefügten Geschmack und das ist also Heavy Metal in der Richtung. Und da spielt das Cover für mich keine Rolle. Ob da jetzt nur eine Zeichnung drauf ist oder ein Live-Foto, das ist mir zwar lieber, weil ich mir das dann anschauen kann, während ich die Musik höre oder wenn Informationen drauf sind. Aber